Salut, bienvenue bei Fit für Franze. Heute geht es um die Ausdrücke faire und laissez-faire. Die entsprechen dem deutschen Verb lassen, aber mit unterschiedlichem Sinn. Ich zeige dir in diesem Video an einfachen Beispielen, wann du welchen Ausdruck verwenden musst. Außerdem erfährst du, welche Regeln hier gelten, wenn Pronomen ins Spiel kommen, denn es ist hier nicht alles so einfach, wie es scheint. Bleib also dran, dann machst du dabei künftig alles richtig. Allons-y, los geht's! Monsieur Blanchard, der Englischlehrer, hat heute Arbeit in Kleingruppen angeordnet. Le prof fait travailler ses élèves. Der Lehrer lässt seine Schüler arbeiten. Faire bedeutet lassen im Sinne von veranlassen. Er gibt also eine Anordnung an seine Schüler. Er veranlasst, dass sie arbeiten. Wörtlich bedeutet faire also machen, dass jemand etwas tut. Das zweite faire wird dann entsprechend durch den Infinitiv der Handlung ersetzt, hier travailler. Willst du nun das direkte Objekt ses élèves durch ein Objektpronomen ersetzen, brauchst du les. Pronomen sind Fürwörter, sie stehen für etwas anderes, hier für ses élèves, seine Schüler. Dieses Objektpronomen les gehört jetzt vor das konjugierte Verb, hier also das fait. Il est fait travailler avec des textes. Er lässt sie mit Texten arbeiten. Achtung, die konjugierte Form von faire und der Infinitiv dürfen hier nicht durch ein Pronomen getrennt werden. Le prof laisse ses élèves choisir entre deux textes. Der Lehrer lässt seine Schüler zwischen zwei Texten wählen. Laissez-faire bedeutet lassen im Sinne von zulassen, erlauben, also jemanden etwas machen lassen. Gemeint ist, er erlaubt ihn, zwischen zwei Texten zu wählen. Ersetzen wir wieder ses élèves durch das Objektpronomen les, erhalten wir il les laisse choisir entre deux textes. Er lässt sie zwischen zwei Texten wählen. Steht wieder ein Objekt bei laissez-faire, steht auch hier das entsprechende Objektpronomen vor dem konjugierten Verb. Warum betone ich das? Nun, du kennst ja eigentlich die Regel, dass wenn ein Infinitiv vorhanden ist, das Objektpronomen vor diesem Infinitiv steht. Ils vont les choisir, sie werden sie auswählen. Aber wohlgemerkt, faire und laissez-faire werden nicht durch Objektpronomen getrennt. Das musst du beachten. Die Verneinung funktioniert wie erwartet. Il ne fait pas travailler ses élèves. Il ne laisse pas ses élèves choisir. Dann mit Objektpronomen wie oben. Il ne les fait pas travailler. Il ne les laisse pas choisir. Ne pas umschließt das konjugierte Verb einschließlich des Objektpronomens. Auch der Imperativ mit Pronomen funktioniert wie erwartet nach den dort geltenden Regeln. Laisse-moi choisir. Lass mich auswählen. Betontes Personalpronomen moi hinter der Imperativform getrennt durch einen Bindestrich. Und verneint, ne me laisse pas choisir. Wenn du zum Imperativ mit Pronomen mehr wissen möchtest, habe ich das entsprechende Fit für Franze-Video hier oben verlinkt. Setzen wir jetzt unseren ersten Übungssatz ins Passé Composé. Il a fait travailler ses élèves. Er hat seine Schüler arbeiten lassen. Jetzt mit Objektpronomen, il les a fait travailler. Wenn du dich gut mit den Grammatikregeln auskennst, müsstest du jetzt an dieser Stelle stutzig werden. Les ist ein direktes Objekt und steht vor dem Avoir. Da gibt es normalerweise die Regel, dass dann das Partizip Passé angepasst werden muss. Also fait mit einem S dran. Aber bei faire und laissez-faire gilt eine ganz einfache Regel. Nein, das Partizip Passé braucht vor dem Infinitiv nicht verändert zu werden. Das hat die französische Rechtschreibkommission schon vor Jahrzehnten so beschlossen, um hier die Regeln bei diesen Ausdrücken nicht noch unnötig komplizierter zu machen. Was ist aber los, wenn zwei Objekte bei diesen Ausdrücken stehen? Le prof laisse ses élèves regarder un film. Der Lehrer lässt seine Schüler einen Film schauen. Wen lässt er was gucken? Ich habe hier zwei direkte Objekte, zwei Akkusative. Le film ersetze ich durch le. Bis dahin alles gut, aber jetzt aufpassen. Es muss jetzt heißen, le prof le leur laisse regarder. Der Lehrer lässt sie ihn gucken, den Film. Gibt es also zwei Objektpronomen bei laisser und faire, stehen diese wieder geschlossen vor dem konjugierten Verb?
Das Personenobjekt ist aber immer indirektes Objekt, also lui und hier leur, weil es Plural ist. Noch ein Beispiel. Das Fahrrad von meinem Sohn war kaputt. Ich habe es für ihn reparieren lassen. J'ai fait réparer le vélo à mon fils. Der Ausdruck ist faire quelque chose à quelqu'un. Ich habe das Fahrrad für meinen Sohn reparieren lassen, durch jemanden, dem ich den Auftrag gegeben habe. Ich ersetze le vélo durch le und das indirekte Objekt à mon fils durch lui und erhalte je le lui ai fait réparer. Ich habe es für ihn reparieren lassen. Zum Thema Satzbau mit zwei Pronomen gibt es auch das oben verlinkte Fit für Franze Video. Denk also dran, faire bedeutet so viel wie veranlassen, zwingen. Zum Beispiel, tu m'as fait attendre, du hast mich warten lassen, da konnte ich ja nichts dazu, war dein Fehler. Oder Emily sagt, ma mère m'a fait ranger ma chambre, meine Mutter hat mich mein Zimmer aufräumen lassen. Sie hat mich sozusagen gezwungen, das zu tun. Dagegen laissez-faire im Sinne von erlauben, mais elle m'a laissé sortir ce soir. Aber sie hat mich heute Abend ausgehen lassen. Ja, und wenn du mal in Frankreich hörst, laisse tomber, dann heißt das, vergiss es, nicht so wichtig. Schau dir jetzt auch die hier verlinkten Fit für Franze Videos an. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich über deinen Like und dein Abo für deine bessere Note in Französisch. Merci et à bientôt bei Fit für Franze.